Was kommt demnächst auf dich zu, beziehungsweise wer kommt demnächst auf dich zu? Du könntest für dich demnächst emotional wirklich mehr reifen. Ich habe für dich hier mega Wachstumspotenzial. Ich sehe dich hier wirklich, dass in dir halt etwas wächst, ne? Also du wirst zu einer immer reiferen Frau, zu einem immer reiferen Mann. Hier ist demnächst viel Wachstumspotenzial für dich, ja? Also wo man wirklich erkennt, dass du einfach geistreich bist, dass du immer eigenständiger wirst in deinem Leben. Manchmal kannst du auch sehr kühl sein, aber es könnte tatsächlich auch für dich und deine Entwicklung gut sein, dass du auch mal in so eine Kühle kommst, ne? Und ich sehe dich hier als klug, als unabhängig, ja, also so, du wirst jetzt hier, es ist so, als ob du in die Blüte deines Lebens kommst oder eben noch mehr in die Blüte deines Lebens kommst, ne? Und das ist äußerst positiv, denn jetzt, wo du für dich heranreifst, kommt hier ein Typ oder eine Kirsche auf dich zu, die mega verständnisvoll ist, ja? Also jemand toleriert dich immer mehr. Und jemand ist auch bereit, dir hier in irgendeiner Angelegenheit auch weiterhelfen zu wollen. Vielleicht auch für dein spirituelles Wachstum selbst. Das könnte hier auf dich zukommen. Es ist aber auch so, dass du es schaffst, dass hier jemand wirklich freundlicher zu dir wird, dich hier mehr und mehr toleriert, weil hier jemand einfach checkt, dass man es mit dir nicht mehr machen kann, ne?